Alles ein bisschen chaotisch. So, ja, ich würde sagen, kurz nach vier, wir können starten. Herzlich willkommen in die Runde. Heute zum Bitkom-Block-Web-Meeting, dem zweiten. Das ist eine kleine Reihe, die wir jetzt aufgesetzt haben, vor ein paar Wochen. Ich glaube, der Grund, der Anlass ist klar, warum, weil wir unsere klassischen Meetings, AK-Sitzungen und so weiter im Moment natürlich nicht wie gehabt stattfinden lassen können. Deswegen jetzt eine kleine Web-Meeting-Reihe. Wir haben uns vor 2 Wochen gesprochen zum Thema ICO bzw. Reversible ICO. Sprechen heute über Blockchain-Projekte in der Corona-Pandemie. Und es sind ja doch einige geworden heute, die vorgestellt werden von den einzelnen Unternehmen. Vielleicht bevor es direkt losgeht, noch ganz kurz 2 Sätze zum Bitkom. Für die hier nicht regelmäßig dabei sind. Der Bitkom ist der größte deutsche Digitalverband. Wir sind natürlich auch im Bereich Blockchain sehr aktiv. Den darf ich betreuen und leiten. Hier eine Übersicht über Mitglieder im Bereich Blockchain. Also da ist wirklich eine große Bandbreite an Unternehmen mit dabei. Von der Tech-Industrie natürlich klassische Bitkom-Mitgliedschaft über die Finanzindustrie und jetzt vermehrt, und das freut mich und uns beim Bitkom ganz besonders, vermehrt eben auch Startups aus der Blockchain- und Kryptoszene, von denen ja auch heute ein paar ihre Projekte präsentieren. Und was machen wir sozusagen als großer Digitalverband, als großer Industrieverband? Es ist auch ein relativ breites Spektrum. Natürlich, viel davon ist im Moment schwierig, gerade wenn es um die Organisation von Konferenzen, von Meetups, von AK-Sitzungen, Vernetzungsveranstaltungen geht. Das versuchen wir jetzt hier so ein bisschen durch Webmeetings aufzufangen, wie dieses und andere. Aber abgesehen davon, gerade wenn es um Publikationen geht, die wir Jahr vor Jahr vorantreiben im Blockchain-Bereich, im Krypto-Bereich, findet das gerade wie gewohnt statt. Wir haben beispielsweise letzte Woche zusammen mit einigen Experten ein neues Infopapier zum digitalen Euro auf der Blockchain veröffentlicht. Ein sehr viel diskutiertes Thema im Moment. Sind an ein paar anderen aktuellen Themen natürlich auch dran. Wer da einfach mal einen Überblick gewinnen möchte, entweder auf die Website schauen oder mich ansprechen oder ins Bitkom-Mitgliederportal für alle Mitglieder, dort einfach ins Gremium Blockchain schauen. Dort stehen sozusagen im Normalfall alle im Moment laufenden Projekte, geplanten Vorhaben und so weiter. Aber jetzt zurück zu heute, zum heutigen Programm. Was haben wir vor? Wir haben uns als Bitkom gesagt, vor ein paar Wochen, angesichts der Corona-Krise, was kann die Digitalindustrie leisten, um sozusagen die Bevölkerung, die Politik, die Wirtschaft in dieser Zeit zu unterstützen, um sozusagen dazu beizutragen, dass die Krise möglichst schnell und glimpflich überwunden wird. Und im Blockchain-Bereich passiert da auch einiges, getrieben von vielen Mitgliedsunternehmen von Bitkom und natürlich auch darüber hinaus. Haben wir uns gedacht, wir sammeln einfach mal die Projekte, weil wir gemerkt haben, viel ist halt bisher noch im Konzeptions- oder im Ideenstadium. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dass man die an Projekten arbeiten, vielleicht mal zusammenbringt, vernetzt, dass sie die Möglichkeit bekommen, ihre Projekte vorzustellen und sozusagen mit der Community zu diskutieren. Wir haben dazu die Website online geschalten. Die sieht man hier. Die habe ich auch noch mal in den Chat gepostet. Dort sind jetzt 8 Projekte eingetragen, also gerne nochmal reinschauen. 7 von diesen Projekten werden heute vorgestellt. Und genau, Ziel des Ganzen soll einfach sein, wie in unseren Webmeetings immer einen relativ kurzen, offenen Austausch über diese Projekte zu haben und natürlich vor allem den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Feedback zu ihren Projekten zu kommen oder im besten Fall vielleicht sogar mögliche Kooperationspartner. Genau, wer mehr Informationen oder den Kontakt braucht von den Unternehmen, die heute vorstellen werden, findet das entweder auf der Website oder auch kann sich gerne an mich wenden oder die Referenten direkt. Wie soll das Ganze heute stattfinden? Wir haben 1 Stunde geblockt für das Webmeeting, ganz klassisch. Das heißt, wir haben ein relativ straffes Zeitprogramm. Und die 7 Projekte werden in jeweils 5 Minuten vorgestellt. Und ich würde sagen, danach ist vielleicht jeweils Zeit für eine Rückfrage, damit wir am Ende dann zumindest nochmal 15, 20 Minuten haben, um vielleicht ein bisschen breiter auch nochmal zu diskutieren, was denn die aussichtsreichsten Blockchain-Ideen, Konzepte sind jetzt, die man vielleicht als
Blockchain-Industrie fortführen sollte und bündeln sollte. Und genau, ich freue mich, dass ich heute 7 Referenten mit an Bord habe für die Stunde. Das wird relativ knackig, deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein. Genau, 5 Minuten Zeit ist eingeplant für jede Vorstellung. Ich würde auch ein bisschen auf die Zeit schauen und jeweils, wenn noch eine Minute Zeit ist, so den Finger heben, dass nur noch eine Minute übrig bleibt. Und dann denke ich, kommen wir da relativ gut durch. Ich würde vorschlagen, für die Reihenfolge, wir starten einfach, nach der Reihenfolge, wie sie auf der Webseite auch aufgelistet ist. Und deswegen würde ich den Carsten von Sferity bitten, anzufangen. Carsten, bist du schon mit dabei? Ja, ich bin hier. Kann man mich hören? Wir hören dich, perfekt. Hört ihr mich? Ich kann dich oh, hören. Oh, super. Jetzt muss ich nur gleich einmal meinen Screen teilen. Moment, ich kann dir einmal... Okay. Ich ernenne dich hier einmal zum Moderator. So, jetzt müsste das klappen. Super. Schnell den Screen teilen. Jo, müsste eigentlich klappen, genau. Wie lange habe ich Zeit? 5 Minuten? 10 Minuten? 5 Minuten, genau. 5 Minuten. Okay, jetzt schnell auf groß drücken und das Ding hier wegmachen, oder? Hoch! Also, so müsste es gehen, oder? Jo. Genau. Ja, also mein Name ist Carsten Stöcker, ich bin Gründer von Sferity. Und bei Sferity haben wir am Via versus Virus Hackathon mitgemacht. Und im Prinzip war das Ganze inspiriert durch meine Mutter, die, sagen wir mal, Social Distancing. Meine Mutter sagte, hey, jetzt muss ich irgendwie, brauche ich ein Rezept und will eigentlich gar nicht zum Arzt gehen. Und das, na gut, wenn man so mal dieses Problem hat, da kann man natürlich überlegen, warum gibt es kein E-Rezept? Es gibt natürlich die gesetzliche Regulation dazu. Seit Sommer letzten Jahres gibt es das E-Rezept-Gesetz. Dann gibt es erstmal jahrelange Diskussionen, um Fachkonzept bis im Sommer zu machen. Dann gibt es, sag mal, Provider, die auch in der Vergangenheit schon 14, 15 Jahre an einer digitalen Krankenversicherungskarte rumgedoktert haben. Und das E-Rezept ist immer noch nicht da und kommt auch noch nicht so schnell. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wie kann man die Krise nutzen, um zu bootstrappen, um ein E-Rezept zur Verfügung zu stellen, um dieses Social Distancing zu ermöglichen, dass ich nicht zum Arzt muss, dass ich trotzdem ein Rezept bekommen kann und gleichzeitig, dass ich so einen Einstieg in Telemedizin und diese ganzen Sachen bekomme. Und das hat sehr viel mit Identität zu tun. Vielleicht nochmal ganz kurz, wo kommen wir her? Wir arbeiten primär bei Sferity an dezentralen digitalen Identitätslösungen, wo man mit elektronischen Signaturen arbeitet, um irgendwie nachzuweisen, dass ich ein Mensch bin, dass ich einen Führerschein habe, dass ich vielleicht auch ein E-Rezept habe oder dass ein pharmazeutisches Produkt einen elektronischen Beipackzettel hat, einen Audit-Trail hat, wann war es wo und dann, sagen wir mal, regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das Interessante ist, wenn man das Electronic Product Information macht, was wir in der Pharmaindustrie macht, was eine Serialisierung von physischen Produkten ist, also jedes pharmazeutische Produkt hat eine eigene Identität, eine Nummer, und hat dann so eine Art ja Product Identity, man kann sagen, ist ein eigener Digital Twin mit Verifizierbarkeit, wo kommt es her und auch sammelt sowas wie elektronischen Bikepartzettel. Wenn man dann überlegt, wie kann man Electronic Product Information weiterdenken, da kann man überlegen, dann habe ich plötzlich meinen elektronischen digitalen Arzneischrank, ich habe Erinnerungen, wann was läuft was ab, ich kenne die Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, die ich nehme, ich kann auch sagen, ich habe einen Medikamentenplan, wann ich was einnehmen muss und das sind schon mal exakt dieselben Proposition, wenn man das E-Rezept hätte, dann hat man nämlich auch Erinnerungen und Wechselwirkungen und diese ganzen Sachen. Und das ist so ein bisschen auch der Einstieg. Also wir kommen aus der rechten Seite, haben uns dann beim Via versus Virus Hackathon damit beschäftigt und es ist genau im Prinzip das Problem, überfüllte Arztpraxen und ich will nicht hingehen und Ansteckungsgefahr, wie kann ich das vermeiden? Optimalerweise bekomme ich ein elektronisches Rezept, ich kann das irgendwie mit dem Doktor telefonisch machen, muss nicht dahin gehen, keine Infektion und dann schicke ich es optimal noch zu einer Online-Apotheke, die mir es liefert. Heute, die Online-Apotheken sind völlig heiß darauf, E-Rezept zu haben,
weil das ein mega Booster fürs Geschäftsmodell ist, wenn man nicht mit seinem Papierding in die lokale Apotheke gehen muss. Und gut, gibt es natürlich auch Lobbyinteressen, aber letzten Endes Digitalisierung und Effizienzen im Gesundheitswesen macht das E-Rezept, macht eine Menge Sinn und ist auch zum Beispiel der Einstieg in die Patientenakte. Also Lösung ist natürlich, sagen wir, Patient lädt sich eine App runter, ruft den Doktor an, der Doktor weiß, wie er den Patienten authentifizieren kann. Er fragt, Name, Geburtsdatum, wo wohnst du? Das hat er eh in seinem Computer drin. Er fragt dann den Patienten nach dem digitalen Credential, das kann der Patient ihm geben. Und schwupp kann er ihn auch, sagen wir mal, elektronisch, kryptografisch verifizieren. Und dann kann der für den, sagen wir, digitale Identität des Patienten einen Doktor das E-Rezept ausstellen. Und so, genau, das, was wir da entwickelt haben. Also Patient hat eine App und hat ein paar KYC oder hat ein KYC-Credential, wer er ist. Der Doktor integriert das entweder über ein Web-Frontend oder hart in seine Software, das E-Rezept, ja, um es auch ausstellen zu können. Wir überlegen gerade hart, wie können wir Patienten Mehrwerte bieten, auch mit Partnern, dass sie die App runterladen und die E-Rezept-App nutzen, sodass der Doktor und den Patienten nicht zu, insbesondere sagen wir mal, privat versicherte andere Patienten nicht zu frieren, eigentlich dann auch ein Incentive hat, diese Sachen dann zu integrieren. Und sagen wir mal, die Pharmacie am Ende, wenn man online Apotheken Zusammenarbeit, die sind mega motiviert, das E-Rezept, wie auch immer, zu bootstrappen, weil das ein Riesenbooster fürs Geschäftsmodell ist. Wie müssen wir uns das vorstellen? Doktor hat eine Identität, optimalerweise hat er hat ja seinen Heilberufsausweis, kann er die Identität und den Nachweis, dass er Heilberufler Doktor ist, vererben in eine digitale Identität. Das heißt, er kann es gegenüber Patienten ausweisen. Patient weiß sich entweder mit einem KYC-Credential, was er von PostIdent bekommen hat, optimalerweise mit einem Health Insurance Credential von seiner Versichertenkarte und einem digitalen gegenüber dem Arzt aus, würde auch da ein paar Probleme lösen, wenn das da ist. Man kann aber auch mit seinem ganz normalen KYC-Credential arbeiten. Dann kann der Doktor das E-Rezept für diesen Identifier des Patienten ausstellen. Da das mit elektronischen Signaturen und sicheren Identifiern arbeitet, kann er es auch nur für diesen Patienten ausstellen, also nur er damit zur Apotheke gehen kann. Arzneimittelmissbrauch und doppeltes Einreichen von Rezepten ist auch schon mal so ein Problem an der Stelle gelöst mit der richtigen digitalen Technologie. Patient geht dann mit seinem Rezept zur Apotheke, die kann das kryptografisch verifizieren, die kann verifizieren, ist das Rezept schon benutzt worden, ist es entwertet, ist es revoked worden, wenn nein, stellt es aus, führt es in sein System rein und der ganze Prozess ist abgewickelt. Und nicht nur, dass man hier den E-Rezept-Prozess hat, man kann auch ein paar Effizienzen heben, den Einstieg in die, sagen wir, die Patientenakte. Und interessanterweise gibt es gerade eh, sagen wir, kollidierende Interessen rund um Identität, Patientendaten, dezentral self-sovereign Patienten versus zentrale Lösung, eine Gematik-Lösung, die alles zentral als Datenkrake managt, was den Krankenversicherungen nicht gefällt. Das heißt, es ist eigentlich sehr schönes Timing, sagen wir, solche Themen E-Health-Sektor voranzutreiben. Außerdem ist Deutschland in Public Services bei E-Government, E-Health absolut an letzter Stelle. Und das liegt insbesondere am Thema Identität. Das muss gelöst werden. Deswegen sind wir da gut aufgestellt. Das haben wir bei dem Wir versus Virus-Hackathon gemacht. Das sagen wir mal gerade dabei, weitere Partner, zwei weitere, sagen wir mal, geonboardet, sagen wir, zu finden, um zu gucken, wie kann man so eine Lösung jetzt bootstrappen in der aktuellen Situation. Genau, das, was wir in der Corona-Geschichte gemacht haben, um halt, sagen wir, E-Health-Propositions nach vorne zu treiben und das Thema Social Distancing über das E-Rezept ja, zu ermöglichen, zu verbessern. Super, Patrick. danke Carsten. Ich würde vorschlagen, angesichts der Zeit, wir machen direkt weiter. Wer Fragen hat, kann sich gerne vielleicht über den Chat an Carsten wenden oder natürlich auch im Nachgang oder falls am Ende noch Zeit bleibt, auch hier in großer Runde. Als nächstes, also danke Carsten, würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit Tim Frey von Junera. Ich übertrage hier einmal die Moderationsrechte. Ich hoffe, das hat geklappt. Genau, wir können noch nichts hören. Ich glaube, vielleicht noch unmuten. Irgendwas stimmt mit dem Ton noch nicht. Ton scheint noch nicht zu funktionieren. Ich würde vorschlagen,
Wir machen einfach mal schon mal mit der nächsten Präsentation weiter und kommen dann nochmal auf Junera zurück. Als drittes, dann steigen wir direkt in das nächste Projekt ein, ist Markus Ewald heute da von der DGE-Initiative Digitaler Gutschein Euro. Markus, kleinen Moment, ich suche dich einmal hier. So, dann würde ich dir einmal hier das Wort übergeben. So, ich hoffe, man kann mich hören. Ja. Ich sehe nickende Gesichter, das freut mich sehr. Also, Markus Ewald, mein Name. Ich bin derjenige, der diese Präsentation unter Kontrolle kriegt. So, ich bin der Beiratsvorsitzende des Bundesblocks, des Bundesverbands Blockchain. Ich habe den Verband damals angestoßen und mitgegründet. Präsident ist Florian Glatz. Ich selbst bin kein Blockchain-Unternehmer, sondern bin. Hallo? Ich merke komische Reaktionen. Ich glaube, das war nur ein Tontest. Ah ja, okay. Ich selbst bin kein Blockchain-Unternehmer. Ich bin Krisenmanager von Haus aus. Wir haben also gerade sehr viel zu tun. Wir sind eine kleine Firma mit 13 Leuten, die wir irgendwann mal gegründet haben. Beraten unter anderem auch Krankenhäuser im Krisenstab. Es ist gerade wirklich ausgesprochen spannend. Dies ist also auch ein Projekt. Hier geht es darum, dass das größte Problem ist, dass wir gerade einen unglaublichen simultanen Angebots- und Nachfrageschock haben. HDI rechnet mit 50.000 Insolvenzen und mittlerweile, als wir angefangen haben, noch nicht, schlagen relativ viele Leute Gutscheine vor, die direkt wirken. Also um den jetzt geschädigten und vor der Insolvenz stehenden Unternehmerinnen und Unternehmern Erwartung für zukünftigen Umsatz zu geben und dann auch tatsächlich den Umsatz in der Zukunft zu gewährleisten, eine Krisenwährung zu kreieren, die befristet ist, zielgenau wirken soll und auch zweckgebunden ist, eben für bestimmte Industrien, die gefördert werden sollen. Das Ziel ist es nämlich, dass das Geld, was man dafür ausgibt, genau da ankommt, wo es hin soll. Nämlich zum Beispiel für den Erhalt der Innenstädte, also die Cafés, die Künstler und alles, was man da hat und gerne nimmt. Helikoptergeld zum Vergleich wird Forschungen zufolge zu 70% einfach gespart und von den verbleibenden 30% wandert die Hälfte auch in den großen Onlinehandel, der sowieso schon zu den Gewinnern zählt. Ich habe nichts gegen den großen Onlinehandel, aber der rettet uns die Innenstädte nicht. Wenn man also die Wettbewerbsverzerrung, die durch so einen Lockdown zugunsten des Onlinehandels entsteht, ausgleichen möchte, muss man Gutscheine verteilen, die zwingend nur da ankommen können, wo sie hin sollen. Der Vorteil von einer programmierbaren Lösung ist, dass also jeder Bundesbürger eine Brieftasche, eine Wallet bekommen würde, in der Tokens landen. Diese Tokens kriegen die Eigenschaft, dass sie nur in einer bestimmten Postleitzahl zum Beispiel ausgegeben werden dürfen. Bei einem Bezahlvorgang, der übers Handy funktioniert, nimmt der Händler also die Gutscheine entgegen und kann sie dann später einlösen und kriegt Euros dafür. Das funktioniert also im Kreislauf so, dass es tatsächlich die Staatskasse auch erst dann mit Liquidität belastet, wenn das Ganze wieder eingetauscht wird, davor noch nicht. Und dass es unbürokratisch funktioniert, weil die Kontrolle, ob jemand förderberechtigt war, sozusagen beim Moment des Umtauschens passiert. Falls also jemand betrügen wollte, dann würde er zu diesem Zeitpunkt vielleicht erwischt werden und eben kein Geld bekommen. Die Lösung ist verhältnismäßig einfach umzusetzen. Wir haben bereits damit angefangen. Wir suchen derzeit nach einer Testregion, wo wir dem Bundeskanzleramt und dem Bundesfinanzministerium belegen können, dass diese Lösung funktioniert. Und das war das größte Bedenken von Herrn Braun, dass diese Lösung auch tatsächlich von den Bürgern genutzt wird. Er glaubt zwar das Argument, dass wenn man mal Geld hat, man es bestimmt auch ausgeben möchte. Und wenn ein Händler Geld kriegt, wird das wahrscheinlich auch mit seinem Handy versuchen. Dennoch ist das eine noch zu belegene Tatsache. Das heißt also, wir suchen gerade nach einer Testregion, wo wir also vorzugsweise aus Landesmitteln einen Topf nehmen und eine kleine Region von 50.000 Einwohnern mit unserer Lösung ausstatten, das probieren, wissenschaftlich untersuchen und dann die Ergebnisse der Regierung vorstellen. Die Vorteile, die wir haben, wir sehen es hier, die Ausgaben kommen an, wo sie hin sollen. Und vor allem die Bürger können immer noch selbst entscheiden, wer Umsatz kriegt. Und schließlich müssen wir damit rechnen, dass, letzter Punkt,
dass wir noch mehrere Wellen in dieser Corona-Krise haben und wir nicht jedes Mal riesige Hilfspakete schnüren können, sondern wir präzise sein müssen. Und wenn 100% der Lösung da ankommen, wo sie sollen und nicht nur 15 wie beim Helikoptergeld, sind wir immerhin sechsmal effektiver. Ja, super. Vielen Dank, Markus. Kann mir gut vorstellen, dass das Ganze bei der nächsten Krise dann schon etwas weiter sein würde und vielleicht dann auch schon von Anfang an den Einsatz kommen könnte oder würde. Auf jeden Fall super spannendes Projekt. Und wer noch Fragen hat, gerne per Chat an Markus wenden oder über mich gerne oder natürlich jetzt gleich noch im Nachgang. So, machen wir direkt weiter. Tim Frey von Junera. Jetzt sollte der Ton hoffentlich klappen. Kleiner Ich Moment. hoffe, er hört ihr jetzt alle. Ja. Jetzt sollte. Okay, wunderbar. Genau. Gut, schön. Dann fangen wir auch direkt an. Und bei uns, ich bin ursprünglich von einer Big Data Company und wir haben früher mal Apps gefertigt, insbesondere eine Reise-App, wo wir mit Bluetooth auch eine sehr präzise Standorterkennung reinprogrammiert hatten, um auch bei Beacons dann gewisse Auslöser zu haben, wie Push-Nachrichten und ähnliches. Und daher kommt letztendlich unsere Bluetooth-Erfahrung. Und ansonsten machen wir relativ viele Big Data Projekte bei verschiedenen Unternehmen. Und nachdem die ganze Diskussion über diese Corona-Apps aufkamen und wir auch schon verschiedene Dinge mit Kryptowährungen in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir gesagt, wir überlegen uns mal, was könnte man denn eigentlich bauen und was würde relativ wenig Aufwand machen für eine Corona-App? Und die Frage, die wir uns dann hauptsächlich gestellt haben, war, braucht man überhaupt Open Source, Bluetooth, Blockchain und Privacy-Aware-Apps, um den Coronavirus zu bekämpfen? Was ist da überhaupt möglich? Das war so unsere Ausgangsfrage. Da haben wir zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was ist denn möglich oder wird überhaupt so eine App benötigt? Ob man eine App braucht oder nicht, kann man jetzt drüber streiten. Das sind jetzt die Suchergebnisse für heute, wenn man einfach nur Corona-App eingibt. Also es ist ein relativ großer Hype. Wenn man dann noch schaut, was kommt jetzt bei Bluetooth-Tracking raus, dann kommt man auf PE, PP, PT. Das jetzt sollte eigentlich das Konzept unserer Regierung geben für Apps. Das ist jetzt Ganze gecancelt und jetzt wird gesagt, es soll eine App von Telekom und SAP geben, was für uns stark verwunderlich ist, weil wir haben die Regierung schon vor über einem Monat angesprochen, haben gesagt, wir haben relativ viele Code-Artefakte und haben die auch schon produktiv getestet, gerade um das ganze Bluetooth-Tracing zu machen, fertig und wir würden die auch hergeben, wenn das Ganze denn Menschenleben rettet. Daraufhin wird uns gesagt, dass man da schon dran ist und das Ganze schon fast umgesetzt hat und das schon vollkommen in der Mache ist. Jetzt macht doch jemand Neues die App, was mich sehr glücklich macht, dass es so eine App geben wird. Einfach so zum Hintergrund, um den Bedarf für so eine App zu sehen. So, wir haben ein komplettes Konzept entwickelt, wo wir sagen, am 27.03. waren wir damit fertig. Wo dreht sich es darum? Ich möchte da ganz kurz durchgehen. Letztendlich treffen sich zwei verschiedene Smartphones, die tauschen dann verschiedene Secrets aus, die sich regelmäßig ändern. Diese Secrets, die werden dann lokal auf den Smartphones gehasht. Wenn einer der Personen dann an Corona erkrankt, kann man das Ganze dann hochladen, präferiert ist und dann kommt die Blockchain ins Spiel in eine öffentliche Datenbank, wo man dann ein Problem hat, dass jemand mithört. Man kann es auch in ein Peer-to-Peer-Netzwerk hochladen oder man könnte es in eine Blockchain hochladen. Es gibt verschiedene Angriffsszenarien und Probleme, die man durch eine Blockchain im Hintergrund lösen kann. Das ganze Konzept ist beschrieben auf unserer Webseite. Ich möchte da jetzt nicht so tief drauf eingehen. Gerne aber dazu Fragen. Nur rein aufgrund der Zeit mag ich das nicht komplett durchgehen.
Warum braucht man Blockchain-Backend? Weil man dann keine singuläre Kontrollinstanz hat. Eine singuläre Kontrollinstanz würde dann einen Server kontrollieren. Daraus könnte man natürlich immer die Metadaten abrufen, wie bei dem PPPT-Projekt, wo letztendlich ursprünglich vorgesehen war, dass jeden Tag die App mal beim Server anruft und sich irgendwelche neuen Tokens holt, um sie dann zu emittieren. Dann weiß natürlich der Server, was ist. Der Server bekommt die kompletten Metadaten von IP-Adresse über Sonstiges. Der weiß relativ viel über den Klienten, woher der sich verbindet. Wenn man eine Blockchain-Lösung hat, dann hat man keine einzelne Instanz mehr, und sagen kann, wo man sagen kann, man kompromittiert die Server-Software, weil man verschiedene Ledger hat. Daraus folgt dann, dass die Metadatenattacken, also einfach mal mithören, was ein Klient noch mitsendet, die sind wesentlich schwieriger, wenn ich mit verschiedenen Ledgern reden kann. Das gibt mir natürlich mehr Anonymität. Ein ganz, ganz großes Thema ist eine Verifizierung, wenn ich meinen Rekord hochlade, dass ich tatsächlich auch weiß, wer welchen Private Key hat, weil ich muss ja meinem Partner, den ich getroffen habe, auch sagen, dass ich wirklich derjenige bin, der ihn getroffen hat. Das Ganze anonym natürlich sicher. Und dazu ist eine Blockchain das Mittel der Wahl, dass ich dieses sicherstellen kann. Wenn man jetzt Features benutzt wie Stealth-Adressen von Monero, dann kann man auch dafür sorgen, dass die Daten, die zwischen den einzelnen untrusted Partnern existieren und ausgetauscht werden, nicht mehr rückverfolgbar sind. Das heißt, man gewinnt noch zusätzliche Privacy, die jetzt in anderen Ansätzen, die wir auf unserer Website verglichen haben, nicht so komplett weg sind. Der letzte Punkt ist dann natürlich, dass man sagen kann, man kann Spamming ist wesentlich schwieriger, wenn man einen Server hat. Dann kann natürlich jemand hingehen, der irgendein Smartphone in die Hand bekommt oder der zufällig App-IDs generiert und kann anfangen, plötzlich richtig viele Spam-Records zu sagen und zu sagen, ich habe Corona und ich habe den und den getroffen. Das heißt, wenn ich ein manipuliertes Smartphone habe, kann ich natürlich von allen meinen Partnern Bluetooth-Adressen aufnehmen und kann dann plötzlich Records hochladen und sagen, ich habe Corona. Wenn ich das Ganze in einer Blockchain habe, dann ist das Ganze natürlich auf Dauer dokumentiert. Das Ganze ist öffentlich dokumentiert und jeder kann sagen, diese Konto-ID sperre ich zum Beispiel. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback für dieses Konzept und sind da sehr, sehr offen für Diskussionen. Und vielleicht haben wir später noch Zeit, kurz darüber zu reden. Jedenfalls danke für die Aufmerksamkeit. Super, danke. Ich würde auch, also das nochmal zur Info, ich würde auch alle Präsentationen, also von denen, die dem zustimmen, im Nachgang auch nochmal im Bitkom-Mitgliederportal teilen, falls es da noch Interesse später dran gibt. Aber vielen Dank, Tim, für deine Vorstellung. Fragen, wie gesagt, entweder jetzt im Chat oder später, falls wir noch Zeit haben. Und dann machen wir jetzt direkt weiter mit Markus Jostock von Axum. Und so, das sollte jetzt noch. Okay. Bildschirm steuern. Okay. Zack. Ich werde kann bis zum Beenden deinen Bildschirminhalt nicht aufzeichnen. Okay, ja, alles klar. So, wir jetzt mal schauen. Hallo, ihr könnt mich hören? Bin ich zu hören? Ja. Ja, alles klar. Man sieht meinen Bildschirm. Ja. Alles klar. Also, Markus Jostock, CEO, Mitgründer von Axum. Was wir eigentlich machen, ist Supply Chain Management über Blockchain. Zumindest nutzen wir Blockchain zu diesem Zwecke. Und was wir können, ist, dass wir Produktionsdaten von einem Zulieferer oder von einem Datensilo hinter einer Firewall zu einem zum Beispiel Kunden übertragen und über die Blockchain sicherstellen, dass der Dateninhaber die Regeln festlegt, unter denen er die bereit ist, die zu teilen. Und das hatte ich mit einem Partner in Korea diskutiert, Südkorea.
Und dann sagte der, ja, hör mal, das könnte man doch auch verwenden, um Krankenhausdaten, Patientendaten über Krankenhausgrenzen hinweg zu übertragen. Und da kam eben genau auf Basis eines industriellen Datenaustauschs diese Idee aus. Und was wir eigentlich lösen, das Problem ist, dass ich sage, hey, eigentlich brauche ich, suche ich Daten oder Patterns, was auch immer, aber ich weiß nicht genau, wo die sind. Im Industriekontext ist es ein bisschen anders, da weiß ich in der Regel, ich will Daten, Qualitätsdaten von dieser Seriennummer oder was auch immer haben. Aber hier haben wir es ein bisschen aufgebohrt, wie könnte sowas aussehen? Also ich habe hier vorne zum Beispiel eine Klinik und einen Arzt, nur mal als Beispiel. Der möchte jetzt irgendwelche Informationen haben. Er sagt, ich brauche mal, als Beispiel könnten das sein, Referenzverläufe von Krankheiten. Ja, der fragt also an, eine anonymisierte, parametrisierte Query, die er einstellt in Smart Contract. Ich bin mir sicher, dass man solche Queries parametrieren kann. Sagt, okay, Alter des Patienten, Verlauf, Geschlecht, was auch immer. Sagt, wer hat denn dazu Referenzfälle im positiven Verlauf oder ich brauche, hätte mal gerne die Behandlungen, die dazu stattgefunden haben. Das kann aber natürlich auch eine Anfrage sein, im einfachsten Falle jetzt nach freien Betten, Intensivbetten. Das Problem ist schon gelöst, aber es lässt sich sicher weiter aufbauen. Und diese Anfrage kann jetzt natürlich aus dem Smart Contract von verschiedenen Partnern, Krankenhäusern, Laboratorien, was auch immer, die Daten zur Verfügung stellen könnten, diese aber in ihrer schön gesicherten und geschützten Datenbank vorhalten, aus dem Smart Contract erstmal gelesen werden und sagen, okay, wir haben so ein Stück, und das ist deswegen, kommen wir dahin, wir haben so ein Stück Software, was man einfach bei dem einen Partner installiert, was im Grunde einen Smart Contract überwacht und sagt, oh, da ist ja eine neue Request eingegangen. Und diese übermittelt an, naja, die interne Datenbank oder an jetzt zum Beispiel ein Stück KI, was in der Lage ist, aufgrund dieser Daten, dieser Query, dieser Anfrage, den lokalen Datensatz zu durchsuchen nach passenden Fällen oder zumindest korrespondierenden Daten. Und dann würden die zum Beispiel in den anonymisiert zurückgemeldet und sagt, ja, vielleicht, nein, habe keine oder doch, und drei Datensätze oder nur was zu 80% passt. Und dann passiert wieder das, was wir in der Industrie machen, dass wir den Datensatz auf Anfrage übermitteln. Aber der Datensatz selbst wandert nie auf die Blockchain, sondern das ist dann ein gezipptes, verschlüsseltes File, was über einen anderen Kanal direkt zum Anfragenden wandert. Nur die im Grunde die Organisation, der Aufbau der Kommunikation und im Industriekontext hier ähnlich, die Rechte, wer darf wann was von mir erfragen, erhalten und natürlich die Dokumentation, dass dieser Transfer stattgefunden hat. Das läuft über einen Smart Contract. Die Daten selbst werden über einen direkten Kanal übermittelt. Das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den wir transferiert haben auf die aktuelle Situation. Und hier wäre eben so eine typische Kombination interessant von KI auf der einen Seite, die dann lokal sucht und vielleicht sogar verteilt in verschiedenen Quellen sucht und Blockchain, die dafür sorgt, dass diese Ergebnisse aggregiert werden. Und wir sind durchaus in der Lage, diese Kommunikation herzustellen. Das machen wir, wie gesagt, im Supply Chain Kontext. Wir sind allerdings ganz klar offen, keine Medizindatenexperten. Und da wäre natürlich ein Partner interessant, der auf der Datenseite sagt, ich kann aber solche Daten rausfinden, wenn du mir eine Query gibst. Das wäre natürlich also hier an der Stelle mein Aufruf, dass wir da durchaus interessiert sind, das mal aufzubauen und das sind wir gerade mit dem koreanischen Partner am Realisieren und könnten uns da vorstellen, weitergehend zu kooperieren. Fragen gerne über den Chat oder auch später oder direkt an diese Adresse. Danke. Super, vielen Dank, Markus Jostock. Und dann machen wir direkt weiter. Als nächstes ist Yuki Takanesu dran von Datarella. Hallo, hört man mich? Ja. Sehr schön. So, ich hoffe, ihr seht auch meinen Screen. Ja. Danke. Also, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Yuki Takanetsu. Ich bin Mitgründer und CFO der Firma Datarella. Uns gibt es schon etwas länger, so seit 2013. Wir haben ursprünglich mit Big Data angefangen, haben uns aber dann Richtung Blockchain-Beratung und Programmierung umgeschwenkt.
Seit 2016 machen wir ausschließlich Blockchain-Projekte und Blockchain-Produkte. Und heute möchte ich euch das Building Blocks Projekt vorstellen. Zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht ein Projekt, was aus Corona heraus entstanden ist, sondern das Projekt gibt es schon länger. Wobei ich hier zwei Aspekte vorstellen möchte, die sich jetzt in dieser Situation als sehr nützlich erweisen. Building Blocks ist ein Zahlungs- und Buchhaltungssystem, das wir 2016 begonnen haben für die UN und für das World Food Programm zu entwickeln. Das war damals eine Ausschreibung, die wir gewonnen haben. Und seitdem sind wir durchgehend beauftragt, dieses System weiterzuentwickeln. Aktuell ist Building Blocks in zwei Ländern aktiv. Das ist zum einen seit 2017 in Jordanien. In sämtlichen Flüchtlingscamps der WFP ist dieses System im Einsatz. Und seit Ende letzten Jahres skalieren wir das hoch in Bangladesch. Hier so ein Eindruck, wie es da zugeht. Links, das ist ein Flüchtlingscamp in Jordanien. Rechts, das rege Treiben in einem Supermarkt. Das ist tatsächlich so, dass in den Dörfern die Leute, die in der Regel nicht so viel zu tun haben, gerne in die Supermärkte gehen, um sich irgendwo die Zeit zu vertreiben und kaufen dort sehr, sehr regelmäßig Sachen für den täglichen Bedarf. Vor der Einführung unseres Systems war es so, dass die UNO Essensgutscheine in Papierform ausgehändigt hat an die Flüchtlinge. Die sind dann mit diesen Gutscheinen in den Supermarkt gegangen und haben das eingelöst für, ich sage mal, Dinge für den täglichen Bedarf. Und im Hintergrund war eine Bank damit beschäftigt, die einzelnen kleinen Transaktionen über die UNO abzuwickeln. Und wie ihr das sicherlich vorstellen könnt, das war sehr teuer für die UNO. Hier sieht man, wie das damals noch vor 2017 gehandhabt wurde. Das waren wirklich Papierschnipsel mit Fingerabdruck etc., teilweise auch mit Bargeld. So wurde vor dem System, das wir implementiert haben, bezahlt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Blockchain-basierte Plattform, eine Permissioned-Plattform für sie entwickelt. Die Identifizierung läuft über Iris-Scan. Und jeder Flüchtling bekommt eine Wallet mit einem gewissen Guthaben, das Anfang des Monats von der UNO gefüllt wird. Und mit diesem Guthaben kann der Flüchtling einkaufen gehen. Das System ist sehr, sehr tief mittlerweile integriert in das SAP-System der Vereinten Nationen. Das heißt, hier finden Abrechnungen automatisiert über Smart Contracts, die wir aufgesetzt haben, mit unserem System. Mittlerweile ist auch möglich, dass Flüchtlinge in Jordanien über unser System Geld abheben. Das heißt, wir haben hier eine Schnittstelle zu den lokalen ATMs aufgebaut. Was dazu führt, dass die Interaktion zwischen den Vereinten Nationen und der lokalen Bank auf ein Minimum reduziert wurde. Sprich, die Vereinten Nationen haben dadurch große Beträge, also mittlerweile siebenstellige Beträge, eingespart an Transaktionskosten. Zwei Aspekte, die wir jetzt aufgrund der Corona-Epidemie adaptieren mussten oder ändern mussten, ist, wir haben so viele, ich sage mal, Schritte aus der Sicht des Flüchtlings kontaktlos umgestellt. Das ist zum einen, was bereits schon vorhanden war, aber wir das erweitert haben in den Lagern, wo es noch nicht der Fall war. Nämlich die, da ist ein Rechtschreibfehler, kontaktlose Identifizierung, sprich, der Flüchtling geht zum Supermarkt an die Kasse, schaut in die Kamera und durch das Iris-Scan wird der Flüchtling erkannt. Das andere ist das kontaktlose Bezahlen. Bisher war es so, dass Transaktionen per Fingerprint freigegeben wurde. Das mussten wir sehr, sehr kurzfristig umstellen, sodass die Freigabe von Transaktionen kontaktlos über einen QR-Code funktioniert. Hier haben wir dann so eine App entwickelt, die jeder Flüchtling dann auf dem Smartphone trägt. Ja, das ist tatsächlich so, dass mindestens ein Smartphone in jedem Haushalt vorhanden ist.
Und die Freigabe von den einzelnen Transaktionen an der Supermarktkasse erfolgt dann anschließend mit einem QR-Code, der dann dem Supermarktverkäufer dann gezeigt wird. Der scannt das dann ein und so wird das dann verifiziert. Man sieht hier noch einmal so ein Beispiel, wie eine Frau eben, das ist in Jordanien per Iris-Scan identifiziert und bezahlt. Und hier sieht man ein bisschen verdeckt rechts unser Dashboard beziehungsweise unser System aus der Sicht eines Supermarktverkäufers. Und die Dame zeigt gerade, man sieht es ein bisschen verdeckt, wie sie über ihr Handy das QR-Code weitergibt. Ja, also das ist jetzt nicht ein System, das wir spezifisch jetzt für die aktuelle Situation entwickelt haben. Das System läuft seit 2017. Aber wir haben aufgrund der aktuellen Situation einige Komponenten des Systems geändert, sodass eben die Infektionsrate in den Flüchtlingscamps reduziert werden konnte. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank für die Präsentation. Und wir machen direkt weiter mit zwei Projekten, die noch kurzfristig dazugekommen sind im Laufe der letzten Woche. Freue mich unter anderem jetzt auf Stefan Aubele vom IT-Kompass. Kleinen Moment. So, jetzt kann es direkt losgehen, Herr Aubele, Sie haben das Wort. Jawohl, hallo. Jetzt sage ich schon mal hallo und gucke, dass ich das hier auf die Reihe kriege. So, sieht man den Bildschirm? Ja. Wunderbar. Ja, also kurz zu meiner Person. Stefan Aubele, Geschäftsführer und Gesellschafter der IT Compass GmbH. Ich bin jetzt relativ neu in der Runde, bin durch den Bitkom-Blog darauf aufmerksam geworden, dass es diese Möglichkeit gibt. Und vielen Dank, Herr Hansen, dass das so kurzfristig geklappt hat. Es ist ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben. Wir sehen jetzt hier die Visitor-App und das Modul Flow Control daraus. Es ist ein Projekt, an dem wir jetzt schon seit mehreren Jahren arbeiten. Wir hätten dieses Jahr mit Rijeka in der europäischen Kulturhauptstadt das Tourismusstrom-Szenario behandelt, damit Ticketing auf Blockchain-Basis, Coupon-Erstellung, Gutscheine auswählen, Hotelreservierungen darüber abbilden. Das war der Plan. Dann kam jetzt Corona dazwischen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich vieles, was Tourismus und Reisen betrifft, jetzt doch sehr stark ins Wasser gefallen. Das Ziel unserer Applikation war zunächst einmal, die Mengen von Touristen an die richtigen Plätze zu bringen. Und jetzt haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, im Prinzip können wir den ganzen Spieß auch rumdrehen und können sagen, wir können anstelle einer besseren Konzentration auch dafür sorgen, dass diese Flüsse entsprechend besser gestaltet werden können und können quasi Besucher in der Linie gezielter lenken beziehungsweise dazu beitragen, dass kein Overcrowding an einzelnen Stellen stattfindet. Das sind die Bilder gewesen. Das heißt, durch Hygienevorschriften und weitere Themen, jetzt auch rechtliche Auflagen, werden Besucherströme stärker reglementiert werden müssen. Und wir sehen hier zunächst einmal mit einem einfachen Einstieg, dass wir appbasierte Zugangskontrollen aufbauen können, um jederzeit auch quasi die Auslastung innerhalb der Lokationen darstellen zu können. Zielbereiche von der Applikation, weil wir, wie gesagt, von einer ganz anderen Denkweise herkommen, sind quasi sämtliche Segmente von Outlet-Centers, Shopping-Malls, über alle Elemente, die wir hier sehen, bis hin zu einem zeitbasierten Ticket für Krankenhäuser oder Pflegeheime. Da Ticketing und Shopping ein Bestandteil der Applikation ist, sind dieses Ticket ziehen und Vorreservieren alles Prozeduren, die sozusagen schon in der Applikation integriert sind. Die Lösung, die wir haben, ist natürlich eine sofortige Einsicht der Auslastung innerhalb eines Geschäftes oder einer Lokation eines Serviceanbieters, was auch über Center oder Shopping Center hinweg gespiegelt werden kann. Wir haben ebenfalls eine Möglichkeit auf der Basis integriert, offline eine Transaktion zu signieren, sodass wir hier in der Ebene auch Offline-Verfahren ermöglichen können, sodass nicht zwingend ein Smartphone notwendig ist, um den Zugang darüber zu steuern. Der Kunde hat also jederzeit auch zukünftig, das wird eine Applikationsupdate sein, das in den nächsten 3 bis 4 Wochen kommen wird, die aktuelle Auslastung im Vorfeld zu sehen, weil ich als Anwender oder als Kunde möchte vielleicht ja gar nicht in ein Geschäft gehen, wo gerade die Hölle los ist. Ich habe ja auch ein Eigenschutzinteresse, was dazu kommt und eben auch die Möglichkeit, mir hier Zeitslots zu reservieren in der Linie.
Der Prozess ist relativ simpel. Alle Tickets, alle Dinge, die hinten dran stehen, sind Blockchain-valide Assets, die fälschungssicher. Wir haben die Blockchain-Vorteile vorher schon alle gehört. Da brauche ich nicht drauf eingehen jetzt. Ich denke, die sind auch bekannt. Die quasi fälschungssicher bei uns in den Assets verankert sind und damit auch in den Wallets liegen. Der Kunde scannt am Eingang mit seinem Smartphone aus der App heraus einen QR-Code, den der Ladenbesitzer dort aufhängen kann, geht quasi in die Veranstaltung, in das Einkaufszentrum, in die Messe, wo auch immer hin. Und wenn er diese Lokation wieder verlässt, scannt er wieder und die Kontrolle findet quasi über die Asset-Anzahl statt, die innerhalb dieser Lokation da ist. Mit den Fragestellungen, die natürlich dahinter stehen, wenn er vergisst zu scannen, etc., muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, um da die richtigen Antworten drauf zu finden. Die Lösung oder der Vorteil ist, die Plattform existiert. Man kann sich es wird nächste Woche vollends freigeschalten. Wir können uns quasi darauf registrieren, vom Einzelhandel-Ebene her. Man kann sich quasi frei registrieren. Man hat dann die Echtzeitinformationen als Ladenbesitzer. Man hat selber eine Applikation als Einzelhändler, worauf man die Steuerung machen kann. Es sind dann also auch keine Backend-Systeme in dem Sinne notwendig, weil wir wissen, dass in vielen Stores einfach keine Rechner stehen, auf denen in irgendeiner Form agiert oder reagiert werden kann. Die ganze Basis ist natürlich offen, Integration von weiteren Systemen, wir sind Schnittstellen offen, haben APIs dafür vorgesehen, um das auch in Drittsysteme zu integrieren, um das auch gegen weitere Validierungssysteme, Zutrittssysteme andocken zu können. Die Organisation von Spontanbesuchen oder Gruppen ist ebenfalls ein Kapitel, was wir darüber abdecken können, weil entsprechende Asset-Anzahlen ja ausgestellt werden können. Wir denken so ein bisschen Richtung dem Boarding-Prozess, wie er bei Flugzeugen eben stattfindet. Nur, dass das Asset ein valides, gesichertes Asset ist und quasi auch nicht in irgendeiner Form kopiert werden kann. Die Offline-Funktionalität war einer der wesentlichen Herausforderungen, weil wir schlichtweg davon ausgehen, dass es eben nicht nur Smartphone-Nutzer gibt und wir auch den Bürgern dieser Gesellschaft Zutritt gewähren wollen, die vielleicht noch nicht ganz in der digitalen Welt angekommen sind. Das lösen wir durch Printed Tickets, die quasi vor Ort bereitgestellt werden. An der Stelle. Und Zielsetzung ist, da hinter der Gesamtlösung der Visitor App Flow Control ja eigentlich die Visitor App Marketing Plattform steht, dass wir Funktionalitäten zur Unterstützung vom lokalen Einzelhandel im Rahmen von Gutscheinmanagement, Couponmanagement, Optimierung von städtischen Prozessen, innenstädtischen Prozessen, die Bildung von dynamischen Loyalitätsnetzwerken, etc., das sind alles Aspekte, die Plattform sozusagen im Bauch hat, die sich hoffentlich nach Corona daraus weiter ergeben werden können. Ja, das ist nochmal eine Übersicht über die Ausbaustufen, über die ich gerade schon gesprochen habe. Und das war die Kurzpräsentation zu dieser Lösung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank, Herr Aubele. Und wir haben ja gleich hoffentlich nochmal ein paar Minuten, in denen wir vielleicht nochmal einzelne Fragen beantworten können. Aber last but not least, auch kurzfristig noch dazugekommen, Jörg Fischer von der Bundesdruckerei mit einem weiteren Use Case, der jetzt noch präsentiert wird. Kleinen Moment. Vielleicht können wir es auch schnell machen, weil wir haben in das Machen investiert und nicht so sehr in PowerPoints. So, vielleicht mache ich da kurz eine verbale Zusammenfassung, wenn es okay ist. Ja, klar. Tatsächlich ist es so, dass wir angefangen haben in dem Projekt, welches Problem wird adressiert. Wir wollen einen digitalen Corona-Pass ausstellen. Das heißt, wir denken, dass in den kommenden Monaten die Vorlage eines verifizierbaren Corona-Testergebnisses bei Behörden, Arbeitgebern oder in Kliniken oder an sicherheitsrelevanten Orten einen Vorteil binden könnte und eine schnelle Rückkehr in das normale Leben. Das heißt, wir entwickeln eine IT-Lösung zur Ausstellung eines digitalen Corona-Gesundheitszertifikates als Nachweis des Testes. Das sagt noch nichts aus über die Immunität. Also das könnte ein 24 Stunden oder 48 Stunden gültiger Nachweis sein. Und diesen könnten wir einfach digital präsentieren. Und das ist ein Konsortium aus Herstellern medizinischer Geräte, Laboren, Kliniken und Authentifizierungsexperten. Da ist Lufthansa dabei, da ist die Uniklinik Köln dabei, da ist UBERCH bei. Wir sind dort nur Teilnehmer. Das heißt, die eigentliche Projektleitung hat Digital Health Germany. Und wir versuchen sozusagen eine sichere Identifizierung bereitzustellen. Das heißt, jeder Bürger hat ja bereits einen Ausweis mit sich oder einen Reisepass oder einen Aufenthaltstitel oder einen sonstigen Nachweis. Und wir wollen also das Testergebnis an die Person knüpfen.
warum nehmen wir da die Blockchain? Wir hätten eigentlich auch jede andere Lösung nehmen können, aber die Blockchain hat einen entscheidenden Vorteil, und zwar, sie bietet uns eine dezentrale und auch eine selbstbestimmte Lösung, was absolute Zukunft ist. Sprichwort ist Self-Sovereign Identity. Das heißt, hier haben wir zwei Blockchain-Lösungen im Projekt. Einmal haben wir die Sicherung im Labor selbst. Das heißt, unser Konsortium ist direkt schon vor Ort. Die wollen Probleme lösen, wie sie in den Testzentren stattfinden. Das heißt, es sind hunderte Millionen Tests zu verarbeiten. Und da bietet sich eine Blockchain an von UBirch, die sozusagen automatisch die Testdaten mit einem Zeitstempel versieht und sichert. Und die zweite Sache ist, wie machen wir das Ganze mobil? Und da nutzen wir das Self-Sovereign Identity-Konzept. Sie werden vielleicht gehört haben, es gibt Let's Initiate Self-Sovereign Identity in Germany. Wir haben eine Lissi-Wallet, also eine Wallet, wo wir ein Zertifikat nachweisen können. Und der Vorteil ist hier, dass von mir als Person nichts in der Blockchain gespeichert wird, sondern es wird nur vom Aussteller, der so ein Credential issued, die Sachen in der Blockchain nicht speichert. Das heißt, es ist eine absolut datensparsame und nutzerbestimmte Variante. Und wir versuchen damit sozusagen den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und haben letzte Woche ein MVP präsentiert. Ein Test in der Klinik wird gerade vorbereitet und wir etablieren uns gerade als Konsortium unter Leitung von Digital Health Germany und gucken natürlich auf ähnliche Projekte. Ja, es finden ja die Corona Credential Initiative weltweit statt und wir gucken, dass wir da weltweit auch interoperabel sind mit unseren Tätigkeiten. Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung, Herr Fischer. Ja, das war der schnelle Ritt durch die 7 Projekte von den 8, die wir auf der Website aufgelistet haben. Wir hätten jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, Anmerkungen, Diskussionen, falls in der Runde da Bedarf besteht. Ich würde einfach vorschlagen, einfach kurz unmuten oder über den Chat eine Frage stellen, wie es am liebsten ist. Gerne zu den konkreten Projekten natürlich, aber auch zur Rolle von Blockchain jetzt in der Krise, falls es da Anmerkungen gibt, gerne auch melden. Es wird wahrscheinlich nicht keine Zeit geben für allzu viele Fragen. Das heißt, wer sich jetzt meldet, der kommt natürlich auch zum Zuge. Traut sich keiner. Traut sich scheinbar keiner. Dann würde ich vorschlagen, wir werden ja im Bitkom das Ganze auf jeden Fall auch nochmal pushen. Ich werde, wie gesagt, versuchen, die Präsentation rumzuschicken, nochmal die Kontaktdaten zu verteilen. Und wir hoffen natürlich, dass viele der spannenden Use Cases, Projektkonzepte, die heute vorgestellt wurden, auch umgesetzt werden, hoffentlich noch in dieser Krise. Wer weiß, vielleicht, ich meine, vielleicht kommen die Einzelnen davon dann vielleicht in einer kommenden Krise dann zum Einsatz, wenn wir bei der Digitalisierung, beim Einsatz von Blockchain auch schon ein bisschen weiter sind. Ich glaube, es sind einige spannende Projekte dabei. Ich glaube, jeder bekommt mit, dass Corona zu einem richtigen Digitalisierungsschub führt, auch hier in Deutschland. Und ich glaube, da sollten wir versuchen, das Beste draus zu machen, auch als sozusagen Blockchain-Industrie oder Blockchain-Community hier beim Bitkom. Deswegen, genau, ich werde versuchen, das Ganze über Social Media, über die Bitkom-Kanäle nochmal zu verbreiten und dann hoffe ich, dass aus vielen der Projekten was wird. Und natürlich sind alle herzlich eingeladen, mit mir oder den Referenten auch im Nachgang nochmal Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen. Genau, oder im besten Fall vielleicht sogar gemeinsame Sache zu machen. Ich glaube, es gibt ja auch einzelne Projekte, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Wer weiß. Genau, falls sich jetzt keiner mehr meldet, würde ich vorschlagen, dann schließen wir die Runde und genau, es geht dann online beziehungsweise virtuell weiter. Allen noch einen schönen Nachmittag. Danke an die Referenten, danke an die Teilnehmer. Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal. Spätestens hoffentlich in 2 Wochen bei dem nächsten Bitkom Blockchain Web Meeting. Ciao. Ciao, ciao.